Sie besitzen einen kleinen Garten und spielen mit dem Gedanken, sich Hilfsmittel anzuschaffen, weil das mit der Händearbeit alles nicht mehr funktioniert. Sie sind vielleicht in die Jahre gekommen, das klappt nicht mehr so, der Rücken tut weh und all die Zipperlein, die so auftauchen können. Ich stelle Ihnen heute mal diese Maschine vor hier, ein Iseki A400. Das ist ein kleiner, relativ kleiner Einachsschlepper, mit dem man sich die Arbeit im Garten erleichtern kann. Spielt eigentlich keine Rolle, ob das nun Iseki oder Honda ist. Das sind die beiden großen Hersteller, die es da gibt. Da tut sich nicht viel dran. Die Funktionsweisen sind beide Male gleich. Bleiben Sie dran, es wird eine interessante Angelegenheit. Ich habe mit dieser Maschine hier angefangen. Also die erste, die ich mir angeschafft habe, war diese. Das hat auch reichlich gut funktioniert, solange das sich um einen kleinen Garten handelt. Muss ich fairerweise zugeben. Das ist eine Maschine, die meiner Ansicht nach, so lass sagen, 100, 200 Quadratmeter, da können Sie damit prima arbeiten. Wenn das größer wird, wie bei mir hier mit knapp 800 Quadratmeter Anbaufläche, da ist das Maschinchen meines Erachtens nach zu klein. Dafür habe ich ja einen größeren angeschafft. Da ist der Film. Aber heute geht es um diesen hier. Ich stelle Ihnen vor, wie das Ding funktioniert und wo die Unterschiede zu dem größeren Einachser liegen. Die Maschine, die da oben in dem Film vorgestellt war, ist eine Maschine, mit der Sie einen großen Garten bewirtschaften können. Also das, was ich hier habe mit 800 Quadratmeter, knapp 800 Quadratmeter Anbaufläche, ist schon grenzwertig. Größer wäre noch besser, weil die Maschine ist unhandlich. Sie ist groß, schwer. Da fahren Sie nicht mal so zwischendurch irgendwo in der Reihe entlang. Das funktioniert nicht. Da ist sowas schon wesentlich besser geeignet für einen kleinen Garten, wie die meisten da draußen wahrscheinlich haben werden. Jetzt gucken wir uns an, was für Bedienungselemente der hat. Natürlich fängt es wie immer an mit einem Benzinhahn und einem Schok. Am linken Lenkholm wird die Zündung eingeschaltet, ein, aus. Dann haben wir die Kupplung, ein, aus. Und am rechten Lenkholm Gas. Klar zum Feststellen. Auch an dieser Maschine ließe sich der Lenkholm in der Höhe verstellen, allerdings nicht werkzeuglos, sondern das muss hier losgeschraubt werden. Das mache ich nicht, weil der war mal gebrochen. Aber man kann die Schraube lösen, da ist eine Rastung drin, da kann man den in verschiedenen Höhen einstellen. Was er auch hat, klar, man kann den Lenkholm verstellen. In beide Seiten, in beide Richtungen. Damit man nicht hinterherläuft, sondern nebenher laufen kann. Das Maschinchen hat vier Gänge, wird mit diesem Hebel hier geschaltet, ein Rückwärtsgang und drei Vorwärtsgänge. Und was man natürlich für den ganzen Spaß an der Sache braucht, ist ein Seilzugstarter. Das ist, dieser hier. Da werfen wir die Maschine mal an. Benzinhahn auf. Schok. Zündung ein. Bisschen Gas geben. Und mal gucken, ob es funktioniert. Betriebsbereit. Mal abgesehen vom Gewicht und der Motorisierung. Das dürften, ich weiß nicht, 5, 6 PS sein. Ich habe es nie ganz rausfinden können. Aber mal abgesehen vom Gewicht und von der Motorisierung, es gibt einen ganz gravierenden Unterschied, wenn Sie den so ganz einfach nutzen wollen. Und das sind diese beiden Hebelchen hier, rechts und links am Lenkholmen. Ungleich die andere Maschine, die an dieser Stelle Bremsen hat, handelt sich hierbei nicht um Bremsen, sondern ist eine Lenkhilfe. Ja, wie soll ich das erklären? Die Maschine hat eine starre Achse, das heißt, beide Räder drehen immer gleich stark. Wenn Sie jetzt um die Kurve fahren wollen, ist klar, funktioniert nicht. Und dazu ziehen Sie die Hebel. Dann wird das entsprechende Rad jetzt auf dieser Seite wird aus dem Antrieb rausgenommen, hat also keinen Antrieb mehr und die Maschine macht eine Linkskurve, respektive auf der anderen Seite. Ich demonstriere das mal kurz. Fahre ich jetzt damit vorwärts, da ist es nur mit Mühe möglich, den in irgendeiner Form um die Ecke zu kriegen. So.
fahren wir wieder ein Stück zurück. Und schon gar nicht lässt er sich auf diese Art und Weise auf der Stelle drehen, was sie bräuchten, wenn sie zum Beispiel pflügen wollen oder dergleichen. So. Linkskurve, was sind die Bienen hier? Linkskurve, ich ziehe den Hebel und die Maschine macht einen Schwenk auf der Stelle. Loslassen, fährt er wieder geradeaus. So lässt sich das Ding auf der Stelle drehen. Damit fährt das Ding quasi immer mit Differentialsperre. Und Sie müssen diese Differentialsperre explizit lösen, wenn Sie um die Kurve fahren wollen. Also im Garten ist die Maschine, also mit diesem Wendekreis, ist die eine feine Sache. Sie kriegen die prima um die Ecke gedreht. Wenn Sie damit fahren, mit Anhänger, was ich nicht demonstrieren kann, weil der Anschluss hinten ist kleiner oder schmaler als der an der neuen Maschine, deswegen kann ich das hier nicht demonstrieren, sieht die Sache ganz anders aus. Unbelastet ist auf dem Anhänger nichts drauf, können Sie da ganz gut mit fahren. In dem Moment, wo hinten was drauf ist, wie zum Beispiel in diesem Film mit den Futterrüben, dann wird die Sache schon sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn der Anhänger schiebt, dann kriegen Sie das kaum noch gezogen. Also zumindest an dieser Maschine. Ich weiß nicht, wie das vielleicht bei anderen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gleiche ist. Sie kriegen das gerade nicht mehr aus dem Antrieb raus und das kann schon zu brenzligen Situationen führen. Weil wie auch bei dem neueren Einachser wird hier ein Stift eingeführt, so ein Dorn, und da kann der Anhänger dran gehängt werden. Ein weiterer großer Unterschied ist der Antrieb der Achse. Der funktioniert hier mittels Kette. Also aus dem Motor raus, aus dem Getriebe raus, geht eine Kette, die die Achse antreibt. Versteckt sich hier in diesem Kasten. Ein weiterer großer Unterschied ist die Befestigung der Räder. Die werden einfach nur, das sind so hohle Stücke, die werden auf diese Achse aufgeschoben. In diesem Fall ist sie rund, es gibt auch andere Einachser, die haben die sechseckig, wenn ich mich recht erinnere. Dann wird der Stift rausgezogen, oder der Splint rausgezogen, kann man den Stift runterdrücken und das Rad abnehmen. Dafür gibt es verschiedene Rastungen, also man kann die Spurbreite einstellen. Je nachdem, wie weit ich die Spurweite haben will, ich löse die Splinte und stecke den Stift einfach eine Rastung weiter nach außen oder innen rein. Also nicht angetriebene Anbaugeräte kommen hier hinten an die Befestigung dran. Angetriebene Anbaugeräte, derer ich keine besitze, ich habe sie nie probiert, da gibt es hier eine Saatzapfwelle dran. Und zwar hier hinter verbirgt sich so eine Art Stift oder wie man das auch immer nennen mag, ich bin kein Techniker. Da wird ein Zahnrad aufgesetzt mit einem Keilriemen. Und mit diesem Keilriemen ließe sich dann letztendlich hinten, wenn Sie eine Fräse haben, die Fräse antreiben. Eine weitere Funktion, die ich allerdings nie benutzt habe, verbirgt sich hinter diesem Deckel. Und zwar kann man da generell die Übersetzung ändern. Dahinter verbirgt sich nämlich ein Keilriemen und den kann man auf zwei Riemenscheiben unterschiedlicher Größe auflegen. Dadurch ändert sich die generelle Übersetzung und damit die Geschwindigkeit. Stauraum wie bei dem anderen haben wir hier nicht, sondern nur eine Abdeckung, unter der sich der Tank verbirgt mit der Zündkerze. An dieser Maschine, und ich denke, Sie kommen auch nicht drum herum, sind Zusatzgewichte montiert. Einmal sind das auf beiden Seiten Gewichte an den Rädern. Und hier vorne ist ein ziemlich schweres Gewicht dran, was einfach mit diesen Splinten hier gelöst werden kann. Dass so ein Spielzeug ein bisschen sparsamer ist als die neue Maschine, ist verständlich. Super bleifrei, ohne E10. Ich hoffe, ich habe das nun hinreichend erklärt, wie so ein Maschinchen funktioniert. Ob das nun Honda, Iseki oder sonst irgendwas ist, all die in dieser Bauart sind, die haben alle die gleichen Funktionen. So funktioniert es. Jetzt kommen wir darauf zurück, wenn Sie sich so ein Ding anschaffen wollen, was sollten Sie nehmen? Welche passt in Ihren Garten? Das hängt eigentlich im Grunde genommen davon ab, was Sie damit tun wollen. Wenn Sie damit nur fahren wollen, ja, was weiß ich, die Kinder zur Schule, so wie ich das ab und zu mal mache, würde ich zu so einer Maschine nicht raten. Die Fahrerei mit diesen Lenkhilfen an der Seite
Das ist ziemlich nervig. Vor allen Dingen jetzt an meinem Einachser, der scheint irgendwie die Spur verstellt zu haben. Der fährt nicht geradeaus. Ich musste permanent immer wieder ziehen, alle paar Meter. Das ist enorm nervig. Da brauchen Sie eine Maschine mit Differential, so wie in einem anderen Film. Wenn es nur um den Garten geht, lass sagen, bis zu einer gewissen Größe, so 200 Quadratmeter, würde ich so eine Maschine, käme ich mit so einer Maschine problemlos hin. Mit den nötigen Gewichten da drauf, wenn das mehr ist. Also ich habe es ja versucht, ich habe ja beide Maschinen getestet. Kommt man mit sowas nicht hin. Aber neben den eher mäßigen Fahreigenschaften mit diesen Lenkhilfen, die Maschine ist relativ leicht, auch mit diesen Zusatzgewichten. Die bringt einfach die Kraft, die der Motor hat, also die 6 PS müssten ja locker reichen, wenn es denn 6 PS sind, die bringt die einfach nicht auf die Erde. Beim Pflügen drehen die Räder durch, dann brauchen sie diese Radgreifer mit so Schaufeln dran, gibt es auch, habe ich auch schon für Filme drüber gemacht, müssen Sie mal auf meinem Kanal mal gucken. Damit kommt man auf dem schweren Boden hier bei mir nicht zurecht. Wenn Sie leichten Sandboden haben, kein Problem, können Sie mit Sicherheit so eine Maschine auch größere Flächen machen. Aber für meinen Garten ging das nicht. Ich hoffe, ich habe Ihnen so eine kleine Entscheidungshilfe gegeben, wo die Unterschiede liegen. Ich habe sie beide gerne. Für leichte Arbeiten nehme ich immer das. Für die schweren Arbeiten wird immer mehr die größere Maschine benutzt. Müssen Sie jetzt selbst entscheiden. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog, nicht nur Maschinen, also alles, was hier rum ist, Selbstversorgung, Kleintierhaltung, Bienen, alles, was damit zusammenhängt, auf meinem Kanal, neulich im Garten.de/Blog, auf der Internetseite, YouTube-Kanal RR Hase, jede Menge mehr davon, weiterempfehlen, Like-Button drücken, jo, soweit, die wird jetzt eingemottet und im nächsten Jahr werde ich die mit Sicherheit wieder benutzen. Bis dann, tschüss. Keine Brücke mehr, über die irgendwas hochkriechen kann. Also, mehr kann ich nicht machen. Es gibt allerdings auch Bäume wie dieser hier. Der hängt maßlos über bis auf die Erde. Tja, die Äste kann ich nicht abschneiden. Da muss ich einfach drauf ankommen lassen. Das mache ich nicht nur bei Apfelbäumen. Ich meine, ich bin kein